Fahren Sie heute den ICE nach Bremen Hauptbahnhof. Vor Ihnen hat planmäßig ein Intercity-Ausfahrt. Lassen Sie nun in Münster die Fahrgäste einsteigen und damit hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ja, ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge Train Simulator von Dirty Games. So, hohoho, wie gesagt, wir haben mit dem ICE unterwegs. Fahren das Ganze mal von Münster nach Bremen. Tatsächlich bin ich diese Karte wohl noch nie gefahren, denn ich habe weder ein Häkchen noch ein Sternchen oder sonst irgendwas. Ja, das muss ich nachholen, von daher würde ich sagen, wir rüsten soweit schon mal alles auf hier, was wir brauchen und hoffen natürlich, dass wir hier eine sichere Fahrt haben. Das Ganze dauert um die 60 Minuten. Hoffe, ihr habt Zeit heute mitgebracht und lassen wir uns überraschen. Start ist natürlich hier, wir sehen es, Münster, fahren über Osnabrück und dann geht es weiter nach Bremen. Also unser heutiger Fahrplan. So, dadurch, dass wir noch ein rotes Signal haben, dürfen wir nicht fahren. Wir müssen warten. Scheinbar funktionieren hier an der Aufgabe auch die PCB und die SIFA nicht. Warum auch immer. Also weder Virtual Railroads noch die Tastenkombination vom Train-Simulator funktionieren. Was mich ein bisschen, ja. Ja, das funktioniert, ja, aber das ist echt eigenartig. Also ich kann hier drücken, was ich will, aber es passiert halt einfach nichts. So. Gut, fahren wir los, würde ich sagen. Und dann geht er ab die Luzi. Es sieht auf jeden Fall schon mal auf den ersten Blick echt hübsch aus, wenn man sich mal so diese ganzen Fahrradar anschaut und alles sowas, ja. Also, oh, oh. Die ganze Karte sieht allgemein sehr, sehr detailreich aus. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie im Intercity Express nach Hamburg über Osnabrück, Bremen, Hamburg Hauptbahnhof sowie Hamburg Altona. Mein Name ist Laura Schneider, ich bin heute Ihre Zugchefin und begleite Sie mit meinem Team bis nach Bremen. Unser nächster planmäßiger Halt ist Osnabrück Hauptbahnhof. So, habt ihr gehört? Osnabrück Hauptbahnhof in 50 Kilometer. Man muss mal dann da sein. Aber jetzt müssen wir vielleicht mit 160 hier weiterfahren. Wundervoll. Wundervoll. 160. Und jetzt gehen wir auf Vollschub. Und dann passt das Ganze. LZB. Auch wundervoll. Da kommt der Dortmund-Ems-Kanal. Und dann haben wir heute eine sehr entspannte Fahrt hier vor uns. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Schönes Bild jetzt hier für YouTube zu machen. Dann passt das Ganze. Ja, ich habe nämlich schon gerade getestet, nämlich vorab. Weder SIFO noch die PCB schlägt an. Ich weiß nicht so recht, warum, wieso, weshalb. Und ich habe dabei schon beide Tastenkombinationen benutzt. Also wie gesagt, die vom Train Simulator und die von Virtual Railroads, aber da funktioniert scheinbar nichts. So, das mache ich wieder anmachen hier. Naja.
Denn halt ohne. Haben wir halt mal Zeit, uns mal die Strecke in Ruhe mal anzuschauen. Und dann klappt das schon. Wir kriegen das schon alles hin hier. Wir kriegen das schon alles hin. Wir haben ja, wenn wir es halt wirklich absolut so mit purem Realismus haben wollen, haben wir ja unseren Zusi dafür. Nee, da haben wir ja sowieso unseren Spaß dran. Oder auch nicht. Je nachdem, wie du das siehst, ja. Für mich, für euch wahrscheinlich eine absolute Belustigung, wenn da eine Zwangsbremse nach der anderen kommt. Für meine Seite, so von meiner Seite aus gesehen, die absolute Blamage, ja, weil es einfach nicht manchmal so sein kann. Da denkst du dir so, boah, warum ist das jetzt passiert? Warum? Erklär es mir doch. So. 200. Na dann gib ihm. Gib ihm. Ja, das könntest du so nicht machen, wenn du mit PCB Siefer und alles was fährst. Die Außenkameras, was ist das? Luxus. Ich hasse diese Draufsicht immer, ja. Die geht mir immer so auf den Senkel. Was ich mal hin und her drücken, damit du mal so eine Außenkameraposition hinbekommst hier. Ja, das sind schöne Bilder. Die sind doch schöne Bilder. Ja, das Ändern, ich glaube, das ist sogar auf Steam erhältlich, wenn man jetzt nicht alles täuscht. Das kostet irgendwie 30 Euro oder so, wie halt jedes Strecken-Ändern, was für den Train-Simulator von Dufthay Games rauskommt. Also habt ihr euch das noch nicht besorgt, ne, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Ist aber auch schon, glaube ich, letztes Jahr irgendwie erschienen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So 100% bin ich mir da aber auch nicht mehr. Büb. Ja, ja. Es ist schon, muss man sagen, sehr gewöhnungsbedürftig, wenn du nichts mehr zu tun hast. Kein Siefer drücken. Ich meine, auf der VDE-Strecke, da hat es ja in Zusi, hat es ja auch nichts zu tun. Ja, das ist ja auch bloß eigentlich die Siefer bestätigt. Mehr war ja nicht. Aber hier kommt es mir vor, als ob wir noch weniger zu tun sind. Ich meine, hier hast du ja nicht mal die Siefer. Ne? Das ist ja das Traurige an der ganzen Sache. Hier musst du ja jetzt wirklich nur noch auf Signale achten. Wir sind am Anschlag, aber ich schaffe nicht mal die 200. Ist ja auch nicht so pralle. Ach ja, Kameraposition. Auch nicht schlecht, ne?
Dann können wir uns zumindest die Details mal hier anschauen, ganz in Ruhe. Also muss man sagen, ne? Also qualitativ hochwertig ist er schon. Das sind echt gute Texturen. Holy shit. Ja, sowas mal im Blender bauen, das wäre schon großartig. Die Texturen sind wirklich scharf, also das ist ja Wahnsinn. Die sind sehr gut, ja. Ja, Leute. So ist es. 160. Schon der Rahmen 160, oder? Tja. Ich bin ja jetzt so mittlerweile auch schon ein bisschen am Plan. Oh, wichtige Information. In Längerich werden sie umgeleitet. Also rechnen Sie mit einer Herabsenkung der Streckengeschwindigkeit. Aha, 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 aha. Okay. Was sieht da doch aus auf der Strecke? Also hier war nicht mal was mit 160 gewesen, ganz ehrlich. Da war nicht mal was mit 160 gewesen. Doch. Nee, aber nee. Nee, da war nichts, oder? Bin ich jetzt bescheuert? Ja. Ja, genau, 60. Richtig, so läuft's. Oh, genau. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das sind so diese ganzen Sachen, die ich einfach an den Trainsimulator absolut nicht mehr schätze, ja. Wo war jetzt ganz normal jetzt angegeben gewesen, dass es jetzt auf einmal 160 wird? Auf einmal fehlt das Vorsignal, was dann 60 hätte anzeigen müssen oder sowas. Das ist mir zu blöd irgendwo. Deswegen ich dann immer so sage, so. Ja, AFB funktioniert gerade auch nicht mehr. AFB. AFB. Weil ich gebremst habe, hat sich die AFB abgeschaltet, komplett abgeschaltet. Ja, das sind so Train Simulator, so. Schade. Schade.
Weil meine. Das Vorsignal hätte kommen müssen. Eine Zwangsbremsung wäre sowieso drin gewesen. Das alles fehlt einfach. Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also gut finde ich das nicht, muss ich sagen. Und ich meine, Münster-Bremen ist jetzt keine Karte, die jetzt vor 20 Jahren rausgekommen ist oder sowas. Sondern Bremen ist eine Karte, Bremen, ja doch, ist, ja, schon eigentlich so vor ein, zwei Jahren. Westtunnel, ja. Naja. Aber ich glaube, das hängt jetzt auch so ein bisschen mit der Lok jetzt hier zusammen, hier mit dem ICE. Das ist da wahrscheinlich jetzt nicht ganz so hinhaut, aber das ist eine offizielle Aufgabe. Ja, also das ist kein irgendwie gedownloadet von irgendwas. Sondern das ist direkt so von der Aufgabe mitgeliefert. Aber man will es ja verstehen, wenn es vielleicht so aus dem Steam Workshop oder so kommt, dass da Fehler drin sind. Aber wenn die Aufgabe schon mitgeliefert wird, dann sollten da solche Patzer halt nicht drin sein. Dann kann man halt die Lok dazu nicht anbieten. Ist halt einfach so. Nimmt man halt, muss man halt eine andere ICE nehmen. Aber das nervt mich einfach, dass ich hier nichts, weder SIFA noch Dings aktivieren kann. Das ist sowas von oldschool. So, 13 Kilometer sind es noch. Bis nach Osnabrück. Also normalerweise müsste man sich eigentlich mal hinsetzen und müsste mal versuchen, um das ganze System halt einfach mal zu verstehen oder sowas, selbst mal eine eigene Aufgabe basteln oder sowas, damit man dann mal versteht, wie das Ganze halt dementsprechend halt auch funktioniert. Warum dann manchmal so eine Patzer dann drin sind, dass dann auf einmal so auf so ein Zwischenstück dann einfach Zwischenstück mit 40 kommt und dann wieder 60 denn. Also du fährst 60, dann kommt so ein Zwischenstück 40, warum auch immer. Ich mach's lieber selber. Wahrscheinlich rafft's ja unser König hier nicht. So, 120. Auf jeden Fall mit der anderen. Ich bin letztens zum Testbau mit der BR145 hier lang und da funktionierte dann halt PCP und SIFA alles drum und dran. Also kann es ja eigentlich nur an dem ICE liegen. Ich glaube, wir hatten den schon mal, ne? Kann das sein? Da funktioniert das doch auch schon nicht. Thank you.
Ja. Spannend. So ohne alles. Ja, 50 kommt jetzt gleich eine Beschränkung. Ja, 60 Minuten hat er mal überlegt gehabt, was denn so das Längste so ist, was ich so an Folgen immer so aufnehme. Also ich glaube, 60 Minuten ist wirklich das Maximum. Sehr also geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir unseren nächsten Halt Osnabrück Hauptbahnhof. In Osnabrück haben Sie folgende Anschlussmöglichkeiten. Ein Regionalexpress nach Sky über Lempfürde, Diepholz, Abfahrt ist 16.15 Uhr auf Gleis 4. Einen Intercity nach Stuttgart über Essen, Düsseldorf, Köln sowie Koblenz. Abfahrt ist 16.37 Uhr auf Gleis 2. Sowie eine Regionalbahn nach Bielefeld über Wissingen, Melle. Abfahrt ist 16.40 Uhr auf Gleis 12. Im Namen der Deutschen Bahn verabschieden wir uns von allen Fahrgästen, welche uns in Osnabrück verlassen, und wünschen noch einen schönen Tag. Genau. So, Rund 110 die Ankündigung. Und da kommt er ja schon. Osnabrück. Ach, es ist wieder diese Drecksmückenzeit, ja. Also ich hasse diese Viecher so. Ah, gehen mir die auf den Senkel. Gehen mir die auf den Senkel. Genau. Traumhaft. Achso, das wird gar nicht gewertet. Er zeigt 60 oben an. Ja. Eben gerade an dem Signal stand eine 6. 60 hat er angezeigt und es gibt wohl keine Abzugspunkte oder sowas. Ja, das ist das, was ich meine. Ja. Das, ich meine, es war jetzt ja für mich jetzt nicht schlimm, ne? Weil ich ja sowieso drüber war, aber dann braucht man doch die Signale nicht. Oh, in Osnabrück ruckelt's. Kämpft er mit der Performance, der Kollege hier. So, Türen sind offen. Sightseeing-Tour hier.
AFB. AFB. So, und weiter geht's. Jetzt sind's nochmal, hui, 121 Kilometer nach Bremen. Also lang ist die Strecke, also muss man mal lassen. Lang ist sie allemal. Kommt ja schon an den Zeiten von dem Microsoft Train Simulator ran. Das ist ja mal so ein Punkt, ja, was ich ja mal so angesprochen hatte. Dass ich das immer äußerst schade fand. Ne? Der Microsoft Train Simulator, da bist du mal schon alleine im Pro Train 1, ja, wo du da. Welches Ende war das gewesen? Ja, auf jeden Fall warst du da schon 4-5 Stunden unterwegs gewesen, ja. Alter, das ist schon ein ordentliches Stück, was du da gefahren bist. Ein ordentliches Stück. So. Ja, die ganze Strecke müssen wir wohl dann nochmal fahren. Den aber hoffentlich mal mit PZB, SIFA und Co. Ich denke mal, die Karte hier, die Strecke, die wird das eigentlich ganz gut. Die macht das eigentlich, dürfte es eigentlich relativ gut machen. Auf jeden Fall muss man sagen, sie ist super detailliert gebaut. Also das kann man sagen. Kilometer, das klingt auf jeden Fall noch nach viele Minuten. Ich habe gesagt, ich habe hier ab Zeit mitgebracht. Holy shit. Danach bin ich erstmal fertig mit der Aufnahmesession. Aber das kannst du mir glauben. Danach ist erstmal Ende im Gelände. Dem merke ich ursprünglich noch was vorgenommen gehabt, aber ich glaube, das kann ich für heute knicken. Das kann ich für heute knicken. Ich hatte ja auch schon tatsächlich wirklich mal überlegt, ob ich das Ganze einfach teile, denn ja, dass ich da so mehrere Parts mache. Aber ich habe jetzt schon halt so lange das Ganze so in Stücken aufgenommen, dass ich glaube, dass es nachher nur eine Verwirrung stiften würde, wenn wir jetzt auf einmal anfangen würden, die Folgen so zu trennen. Ich persönlich finde das, bin auch kein Fan davon, dass man das so macht. Also hast du wirklich die eine Folge, die läuft dann zwar umso länger halt. Aber danach ist sie halt abgeschlossen, weißt du? Dann hast du das geschafft und musst dann halt nicht währenddessen irgendwie pausieren. Nachteil halt wiederum ist, zum Beispiel bei Aufgaben, die jetzt halt so 90 Minuten lang sind, gibt es halt auch ganz viele, die kannst du dann halt dementsprechend, ja, nicht aufnehmen, sondern kannst du dann halt nur zwangsweise halt in einem Stream machen. Also ich kann jetzt nicht von jemandem verlangen, jetzt hier 90 Minuten jetzt hier sich die Train Simulator anzuschauen. Ich denke mal, das dürfte deutlich langweilig sein.
Und ja, von daher weiß ich nicht. Ich glaube, wir fahren eigentlich so relativ gut hier. Klar, so hast du halt mehr zum, so zum deutlich mehr zum Aufnehmen. Aber es macht dann Susi wieder ein bisschen. Susi hat manchmal auch nur so 13, 14 Minuten Folgen. Ja, das gleicht sich das Ganze halt so ein bisschen aus, denn wenn die Folgen hier vom Trainsimulator halt doch länger werden. Und ich meine, wenn du ja nun mal das ganze Programm halt hast mit SIFA und AFB und LZB und PZB und dann ist es schon irgendwie, ja, du machst halt deutlich mehr. Jetzt sitze ich hier wirklich nur da, guck mir die Strecke an, quatsch mit euch kurz und das war's halt, ne? Mehr muss ich nicht drücken. Das ist halt massiv schade, halt. Aber habe ich mal zum Beispiel auch mal eine Aufgabe für euch, denn ich meine, im Steam Workshop tummelt sich ja nun so einiges mittlerweile, ja, für den Train Simulator von Dovetail Games. Also ist ja nicht gerade wenig Content, was da drin ist, glaube ich. Ich habe letztens gesehen, über 38.000 Artikel oder sowas. Also das ist schon Respekt, ja. Gibt's irgendjemand, der im Steam Workshop seine Sachen anbietet, den man wirklich, wo man wirklich sagen kann, der ist gut, ja, der macht gute Aufgaben. Wenn ihr da also jemanden habt, dann könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde ich mir das nämlich mal angucken wollen. Weil ich habe hier halt einfach so unglaublich viele Triebwagen noch drauf, weißt du, die ich gerne im Einsatz sehen würde, aber ich jetzt halt nicht permanent halt Lust habe, hier 90 Minuten Folgen hier aufzunehmen halt. Und das ist dann natürlich, da könnte man vielleicht mal gucken, ob die nicht woanders noch eingesetzt werden oder sowas. Ja, das wäre natürlich schon praktisch. Also wenn ihr da jemanden habt oder sowas, den schreibt mir das Ganze mal so hier unten, wie gesagt, in die Kommentare. Ich habe letztes Mal halt mal durchgeguckt und ja, ich habe keine Ahnung. Also es ist einfach so unendlich viel Stuff, was du da drin findest. Das ist, holy shit, das ist einfach viel zu viel. Viel zu viel. So, weil es jetzt so lange gedauert, sind jetzt ein paar Nüsse. Professional, weißt du doch. Wir jetzt auch einfach schon viel zu spät ankommen, das ist der Wahnsinn, ja, also. Es soll wohl nicht sein. Hier mal pünktlich mal nochmal ans Ziel zu kommen. Letzte Zeit hatten wir auch ganz schön viele ICEs, ne? Ist ja nun schon, ob jetzt so ein Susi oder Train-Simulator. Thank you.
Und man muss hier mal sagen, die Bäume sind hier schon sehr schön. Also die Vegetation, die sieht großartig aus hier. Wenn ich das Ganze mal so ein bisschen betrachte jetzt so. Aber es sind halt auch diese 2D, diese 2D-Bäume sind das. Aber in einer sehr guten Qualität, so wie es ausschaut. Obwohl, da sind, dazwischen sind auch echte Bäume, also richtige 3D-Bäume. Mal sehen. Das musst du dir gut merken. Oh, kommt mir ein Kollege entgegen. Also diese Kamerafahrten hier, die sind schon super geworden. Das sieht schon sehr edel aus. Ja, doch, doch, doch. Sogar der Himmel bewegt, ja. Was ist bei anderen Strecken auch? Das weiß ich gar nicht. Das ist mir gerade so aufgefallen.
So, jetzt brauchen wir wieder neue Nüsse. Nüsse sind leer. Ach, Mensch. Das ist natürlich auch mal ein Nachteil, ne? Wenn du halt so eine Stunde Folge hast oder sowas, du weißt ja gar nicht, was du in so eine Stunde komplett entpacken sollst, ja? Da wird es dann auch mal so ruhige Phasen geben oder sonstiges. Ich meine auch, wenn ich halt quatschen kann bis zum Umfallen, was der ein oder andere vielleicht mag, vielleicht der eine Abend noch an, vielleicht aber nicht, ja? Der ist ja natürlich damit zufrieden dann halt, ne? Wenn man der Bio nicht so viel quatscht. Aber sonst weiß ich auch nicht. Also so eine ganze Stunde so durchweg reden, nee, never ever. Da wüsste ich natürlich dann auch nicht mehr, was ich sagen sollte. Aber hey Leute, wir gehen auf die 1000 Abonnenten zu. Whoop. Bin ja schon am Planen und am Überlegen, was wir so als Event machen irgendwie. Da könnt ihr gerne mal da eure Vorschläge einfach mal so in die Kommentare posten. So Sachen wie 24-Stunden-Livestream werden komplett abgelehnt. Also 24-Stunden-Livestream ist mit zwei Kindern einfach nicht möglich, Leute. Das kannst du knicken. Es wird auf jeden Fall was so Livestream-technisch auf jeden Fall werden. Ja, da werde ich auf jeden Fall was in der Richtung machen. Aber was es so genau wird, weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Und wie wir das Ganze verpacken, denn ja, was spielen wir zum Beispiel? Oder also da ist halt noch ein bisschen offen. Ich bin halt auch so ein Mensch, der das halt wirklich erstmal so auf sich zukommen lässt und dann entscheidet er denn, wenn es dann soweit ist, dann halt. Bis dahin kann sonst noch irgendwas passieren. Vielleicht gibt es jetzt sprunghaften einen Zurückgang der Abo-Zahlen oder sowas, weil ich vielleicht jetzt gerade das Thema hier jetzt hier anspreche oder so. Keine Ahnung, was das war. dass da vielleicht so ein Rückgang von den Abo-Zahlen irgendwie kommt, dass man da irgendwie vielleicht doch länger braucht als wie geplant. Aber ich muss sagen, so dafür, dass ich jetzt hier erst seit 6 Monaten mit dem Kanal gestartet habe, bin ich doch eigentlich mit dem Ergebnis mega zufrieden. Ich hatte das ja schon angesprochen gehabt, dass ich hier eigentlich, wie gesagt, von Microhaser TV ja weg bin, weil mir das ja alles irgendwie zu stressig wurde und alles so. Und wollte mir mit ÖPNV-Simulationen doch ein bisschen einen ruhigeren machen. Klappt ja auch, ne, so wie ich es ja schon erzählt hatte und alles so. Aber dass ich trotzdem halt die vierstellige Summe erreiche, so komplett alleine mit diesem Kanal, finde ich großartig. Daumen nach oben dafür. Ist auf jeden Fall schon schön. Also es ist, wie gesagt, ich hätte damit nicht gerechnet, dass wir eines Tages irgendwann mal hier so stehen und ja, eine vierstellige Zahl schauen. Man muss natürlich auch den Lotus-Simulator viel verdanken. Das ist halt der größte Andrang, der hier auf ÖPNV-Simulationen ist. So der Train-Simulator ist eher so die Mittelklasse. Zusi wird tatsächlich noch besser geguckt als der Train-Simulator. Ja. Und Omsi ist eigentlich, reiht sich so, ja, so in dritter, vierter Position halt ein. Wechselt sich so ein bisschen ab mit dem Train-Simulator von Dovetail Games. Also die beiden liebsten Projekte sind hier bei mir auf dem Kanal. Halt Lotus, ganz klar. Und Zusi. Damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass das so schnell, ja, Zusi-Anhänger gibt. Wie gesagt, ich bin da kein Vollpro und ich werde wahrscheinlich auch noch eine halbe Ewigkeit dauern, bis ich das Ganze gerafft habe. Im Train-Simulator, in Zusi, das Ganze mit der PCB verstehen und dich da wird wirklich den, wo du dir wirklich sagst, kannst du mit beiden Augen im Schlaf kannst du das, halt so in dem Motto. Und davon bin ich leider noch ein wenig entfernt. Da sind immer noch viel zu viele offene Fragen manchmal, wo ich mich dann immer frage, so, warum war die Zwangsbombe so jetzt? Tja, nachdem ich ja letztens jetzt mir auch den, nach der E3
wo sie ja dann den Flight Simulator 2020 vorgestellt hatten. Oder der heißt ja nur Flight Simulator. Soll aber in 2020 kommen. habe ich mir gleich mal wieder X-Plane runtergeladen. X-Plane 11 oder X-Plane 11. Ja. Das ist schon ein Monsterteil. Wahrscheinlich das Ding zu beherrschen, das ist auch genauso wie... Ja, guck mal, weil wir gerade von X-Plane reden. Ja, weil wir, genau. Das ist auch so ein Monsterteil, ja. Da hast du auch Gefühl, kannst du da jeden Knopf auf diesen Dashboard da rumdrücken, wie du möchtest. Ja, irgendwas hat da immer irgendeine Funktion oder so. Also wenn du das Ding wahrscheinlich beherrschst, Alter, dann muss das ja auch schon richtig, richtig geil sein. Das muss auch ein richtig cooles Gefühl sein, wenn du da wirklich dann richtig abhebst. So, hier hinten haben wir gar keinen. Ach doch, aber so kein Fahrton oder sowas ist gar nicht drin. Okay. Ja, also das sind so halt so die Simulatoren auf jeden Fall. Ich meine, es kam ja nun letzte Zeit ja dann doch so das ein oder andere Spiel raus, was ich mir ja auch so gekauft habe. Ja, aber ich halt nicht aufnehme für ÖPNV. Was halt nicht zum Kanal passt halt. Das sind dann halt hier zum Beispiel dieser komische Police Simulator da, der da rausgekommen ist. Ja. Ich dann aber jedes Mal merke, wenn ich dann mal nicht aufnehme, dann zocke ich eigentlich irgendwas anderes. Also, wenn es halt Nintendo ist oder so, ne? PlayStation, Xbox, oder auch am Computer habe ich natürlich klasse Spiele hier. Final Fantasy 50 bei mir immer noch auf der To-Do-List oder The Witcher 3. Wo ich als Witcher jetzt ja auf Twitch angefangen habe. Aber es wird auch wieder so ein unendlich großes Mammutprojekt. Das sind halt immer so die Gründe, warum ich halt diese ganzen Open-World-Spiele einfach... Ich bin einfach kein Fan von Open-World-Spielen, weil sie die Spiele dementsprechend halt automatisch so komplett einfach in die Länge ziehen. Ich bin halt so ein Fan von früher, so Schlauchlevel. 6 Stunden war das Spiel durch gewesen. Großartig. Ja, aber das ist in der Industrie, ja, der passt sich natürlich dem Markt an und der Markt möchte Open World, also gibt es halt überall Open World. Sogar Lotus hat ja irgendwann mal ein Open World, ja, und alles ist großartig. Stehe ich voll drauf. Also das ist so eine Thematik, die mich halt interessiert, weißt du, wo ich mir so denke, so. Geil, von Haltestelle A nach Haltestelle B fahren. Klingt doch spannend. Ja. 62 Kilometer sind es immer noch. Wir sind jetzt bei 49 Minuten. Ich glaube nicht, dass wir in 11 Minuten die 60 Kilometer knacken. Leute, wir werden über eine Stunde. Heieieiei. Ich glaube, es gab nur noch eine Folge, glaube ich, gab es noch, die wirklich länger als eine Stunde war. Ich glaube, das war, wenn mich nicht alles täuscht, war das nicht damals der Microsoft Train Simulator gewesen, wo ich da die Straßenbahnlinie vorgestellt habe oder gezeigt habe, Let's Played habe, wie auch immer. Die war doch auch schon so unendlich lang, die Folge. Tja, ja, so ist das. Was mich ja mal jetzt so brennend sehen würde, dauert das wirklich so lange? Oder ist es jetzt hier schon verkürzt? Schafft man wirklich Münster nach Bremen? Eine Stunde?
Wenn er von Ahnung hat, kann er sehr gerne mal so in die Kommentare posten. Ob der heute in das Video kommt, ordentlich was zu gucken. Lange, lange wird meine Stimme euch begleiten heute, am heutigen Tage, in dieser Folge. Hatte mir der Michael letztens auch einen Kommentar gepostet von der neuen von den neuen Berlin S-Bahn-Addon, was ja nun erscheinen soll. Und da waren immer neue Bilder drin gewesen. Also das sieht schon echt klasse aus. Freue ich mich echt drauf. Da freue ich mich wirklich drauf, weil zumal, wie gesagt, die S25 ist ja auch so meine Strecke hier, wo ich ja wohne. Und ist hier Nähe Ostdorfer Straße. Oder Lichterfelde Ost. Oder eins von beiden Bahnhöfen. Und das ist natürlich schon cool, ja. Also da merkst du dann halt so. Teltow Stadt ist ja nun, ne? X10 gefällt mir auch so. Ach, das ist. Und irgendwo. Irgendwer meinte letztens auch, es kommt wohl ein Update raus oder sowas für X10. Das wäre ja großartig. Es gibt viel zu wenig Berliner Content. Ich meine, bei dem Microsoft Train Simulator hast du halt echt gefühlt, also von den 37 DLCs, die es ja gab, ja, Strecken-DLCs von ProTrain, also nur von ProTrain. Es gab ja auch noch ProTrain Deluxe und dann gab es ja noch ProTrain Schieß mich tot. Da hatte dann jeder einzelne Zug zum Beispiel dann noch seine eigene ProTrain-Reihe. Da gab es bestimmt schon alleine schon 10 Strecken nur mit Berlin, ne? Berlin-Leipzig, Berlin-Dresden, Berlin-Hamburg oder sowas. Ja. Schon schade, es ist hier irgendwie ein bisschen verpennt worden hier im Train-Simulator von Dovetail Games. Ich meine, klar, du hast hier Berlin-Wittenberg. Aber das war es halt auch schon, ne? Tja. Ja, Performance ist schon immer mit der Nachlede, ne?
Aber ich muss sagen, also vom ganzen Aussehen her muss ich wirklich sagen, das ist die hübscheste Strecke. Nicht die spannendste, aber die schönste. So, ja, also wir werden die Stunde locker überbieten, locker. Ja, tut mir leid, dann dauert es sogar noch länger. Steuern wir fast doch auf die 1,5 Stunden zu. Traumhaft. An der Stelle kann ich ruhig noch mal ein bisschen Werbung für unseren Discord-Server machen. Dass wir einen besitzen, ne? Also wenn ihr noch nicht sagt, könnt ihr gerne vorbeikommen. Wir haben eine tolle, tolle Community da. Wenn ihr, falls ihr Fragen, Probleme rund um Lotus haben solltet oder sonstiges, den schaut mal da vorbei. Die Leute sind da großartig. Die helfen mir wirklich gerne. Also da merkst du immer noch, dass da Leute drin sitzen, die wirklich gerne helfen. Und falls ihr allgemein noch irgendwelche Probleme habt, muss ja nicht rund um Lotus sein, dann seid ihr natürlich herzlichst eingeladen, mal bei uns vorbeizuschauen. Ne? Das ist toll. Sogar ich schreibe da öfter mal. Ne? Ich bin da auch halt anwesend. Also falls ihr da mal ein Gespräch irgendwie sucht oder sowas, dann, wie gesagt, ist der Discord-Server da genau richtig. Ich sag schon, ne? Also von der Optik her ist es wirklich das schönste Addon. Münster, Bremen. Schmeckt ja wie Klostein. Funny Worms. Boah, das schmeckt voll nach Klostein. Widerlich. Saure Würmer, so, weißt du? Leute, 30 Kilometer sind es noch. Den haben wir uns auch schon. Das hat mir gefallen. Dann haben wir es geschafft. In 5 Minuten sollten wir da sein. Aber in 10 Minuten offiziell sind wir da. Also 10 Minuten müssen wir mal ranhängen. Also eine Stunde und 10 Minuten. Oh, das ist normal. Wieder mal. Holy shit, das war so eine Folge. Da freut sich gleich meine Internetleitung, wenn es da wieder dann mit dem ganzen Hochladen und sowas. Das wird spannend werden.
So, echt viel Verkehr hier, wa? Wirklich, wirklich viel Verkehr hier. So, jetzt fahren wir zu meiner Lieblings-Omsi-Map. Ja, die kann ich hier. Na, obwohl, jetzt. Eigentlich geht's. Wenn man natürlich die richtige Einstellung hat, dann funktioniert die Strecke auch relativ gut. Ne? Aber es wird auch weiter kein Highlight bleiben. So, warte mal. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das sah jetzt gerade ein bisschen orange aus. Warum nicht lieber runter? Ich habe keinen Bock jetzt hier die Aufgabe noch zu versemmeln. Das war doch mein Signal, oder? Obwohl, jetzt ist hier wieder alles grün. Ich habe keine Lust, dass wir jetzt hier über ein rotes Signal fahren und dann war die ganze Fahrt umsonst. Aber das Vorsignal war definitiv nicht grün. Aber das zeigt grün an, also. Hat es wohl wieder nur einen Fehler gegeben. Erzählen. Letztens bei Medimax muss ich mir eine neue Maus kaufen. Da habe ich gleich noch ein neues Gamepad gekauft für den PC. Ist der Quatsch nach 3 Wochen kaputt gegangen? Die Maus und der Controller? Ich kaufe nie wieder irgendwas bei Medimax, wirklich nicht. Ich meine, dass eine Maus kaputt geht, ist ja nun logisch, ja. Aber nicht nach 3 Wochen. Also das finde ich ein bisschen heftig, denn. Und das war jetzt nicht so eine Billigmaus oder sowas, so für 9,99 oder sowas. Das war eine von Logitech oder sowas. 3 Wochen kaputt. Traumhaft. Und jetzt nehme ich natürlich nicht immer die ganzen Kartons auf, die Originalkartons oder die Quittung. Weil. Reicht es ja damit nicht, dass man deine Maus dann gleich nach 3 Monaten, nach 3 Wochen kaputt geht. Und dann ein paar Tage später. Ein paar Tage später meldet sie sich dann auch der Controller dann kaputt. Geil. Läuft. Jetzt habe ich hier so eine komische Funkmaus von meinem Laptop dran. Ne? Das ist ja furchtbar. Wer einen Laptop hat, der kennt diese kleinen Mini-Mäuse, ja, damit musst du jetzt aktuell arbeiten. Es ist schon mega anstrengend damit.
Aber wir hätten wieder mal deutlich schneller fahren können. Nur war die AfB heute nicht auf meiner Seite. Leute, das war eine lange Folge. Holy shit, war das lang. Heieieiei. Eigentlich wäre das eine Aufgabe gewesen, die man hätte locker im Livestream zeigen können. Ich bin aber eigentlich davon ausgegangen, weil der Train Simulator, der kündigt ja allgemein schon immer ein bisschen, wenn du eine Aufgabe hast, ne, dann zeigt der ja sowieso immer schon ein bisschen mehr Zeit an, als wie halt eigentlich ursprünglich benötigt wird. Ja, dass es hier alles noch länger dauert, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Aber naja, so ist das jetzt nun mal, müssen wir jetzt durch. Jetzt ist es eh vorbei, jetzt ist es eh aufgenommen alles am Stück. Und dann klappt das schon. Auch mal eine Frage so mal ein bisschen in die Runde gestellt, so. Dadurch, dass es ja nun mal Aufgaben gibt, die deutlich länger sind als 60 Minuten und ich die jetzt natürlich ja nicht in der Folge so verpacken möchte. So ein Livestream zum Train Simulator von Dufte Games? Ja oder nein? Auch das könnt ihr gerne mal in die Kommentare posten. Ob euch das halt interessiert oder ob ihr da eher sagt, so, nee, Train Simulator ist langweilig. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir unseren nächsten Halt Bremen Hauptbahnhof. In Bremen haben Sie folgende Anschlussmöglichkeiten. Eine S-Bahn nach Twistringen über Sky und Bossum. Abfahrt ist 16.40 Uhr auf Gleis 7. Ein Regionalexpress nach Soltau über Aching, Langwedel und Soltau. Abfahrt ist 16.45 Uhr auf Gleis 6. Im Namen der Deutschen Bahn verabschieden wir uns von allen Fahrgästen, welche uns in Bremen verlassen und wünschen noch einen schönen Tag. Habt ihr gehört? Ja, also wie gesagt, Livestream, Train Simulator, ja oder nein. Aber wenn... Dann sind es halt wirklich nur diese mega langen Aufträge, diese mega langen Aufgaben, die ich denn streamen würde. Wir brauchen nämlich immerhin noch so ein bisschen eine Alternative zu unserem Omsi. Immer nur Omsi streamen ist da natürlich auch ein bisschen... Ich glaube, Lotus ist auch noch nicht bereit so viel streamen. Und ich denke mal, Susi ist auch nicht so der ideale Kandidat zum Streamen. Also... Bleibt ja in dem Fall ja nur der Train Simulator. Also könnt ihr mir das ja auch gerne mal beantworten, ihr Lieben. So, oh Leute, die Folge geht zu Ende. Die letzten Minuten rollen an. Das war jetzt wirklich sehr lang. Das war tatsächlich jetzt wirklich sehr lang. Ist auch für mich zum Aufnehmen immer sehr lang. Aber wenn ihr jetzt wirklich noch bis hierhin noch durchgehalten habt, dann meinen vollsten Respekt. Ja. Und schreibt mir doch mal bitte rein. Jetzt machen wir mal ein kleines Spielchen hier. Ja. Schreibt mal einfach in die Kommentare, wenn ihr jetzt hier noch zugehört habt. Wenn ihr jetzt hier noch zugehört habt. Schreibt mir noch mal einfach mal rein. Zum Beispiel sowas wie, was könnte man da nehmen? Oberstrom. Schreibt mal einfach Oberstrom hin. Muss ich mal gucken, ob ich mir dann für diejenigen was einfallen lasse oder sowas. Die jetzt wirklich noch hier noch dabei sind, die dabei waren. Würde mich mal interessieren, wer jetzt wirklich hier
holy shit, jetzt fast hier eine Stunde und 10 Minuten dabei ist. Ich hätte mal in der Mitte machen müssen, verdammt. Fällt mir gerade ein. Warum hat jetzt hier auch steht 130 wieder? War jetzt wegen der Brücke nur. So. Lass mir denn mal da irgendwas einfallen. Okay. Wie gesagt, das Wort wisst ihr jetzt. Das würde mich nämlich schon mal so ein bisschen brennend interessieren. Weil wir ja vorhin das Thema hatten, mit der Videolänge, ne? Also ich glaube, das ist jetzt schon mit eines der längsten Videos tatsächlich, die jetzt auf ÖPNV-Simulationen sind. Aber ihr könnt mir trotzdem gerne in die Kommentare posten, wie euch das Video gefallen hat. Ein Like nach oben. Wenn es euch natürlich zu lang ist, tobt euch aus, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht, ob wir das Ganze denn zukünftig jetzt, denn, also wenn wir längere Aufgaben haben, ob wir das Ganze dann einfach dann doch teilen oder ob wir das einfach so beibelassen sollen, ganze Folgen. Und dann ist gut. Dann, wie gesagt, nutzt doch mal die Kommentarfunktion und zu den anderen Sachen, die ich jetzt hier so ein bisschen gesprochen hatte, natürlich auch. Nehmt es mir halt nicht übel, dass es manchmal so ruhige Phasen gab, ja, aber das ist halt für mich auch, wie gesagt, ich kann halt nicht eine Stunde lang einfach nur durchquatschen, das kriege ich nicht hin. Das kriege ich persönlich nicht hin, da muss dann auch mal die Stimme mal so für 2-3 Minuten geschont werden und, ja, wisst ihr ja, wie das Ganze jetzt so abläuft. Und wie gesagt, ne, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Schade, nicht vollständig. Was? Ist jetzt nicht dein Ernst. Das muss ich mir jetzt gleich mal durchlesen. Warte mal. Das lese ich mir jetzt gleich mal durch, was da jetzt das Problem war. Aber eigentlich war wahrscheinlich irgendwas. Ja, ich werde es euch in der nächsten Folge berichten. Wir machen jetzt nämlich Schluss und hoffe natürlich, dass ihr euch die Folge gefallen hat. Wir sehen uns zum nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.